So, Meiner, dann schminke ich dir jetzt mal die Äuglein. Die Grundierung machst du dann später. Ja. Danach, mit deiner eigenen Grundierung. Ja, weil du deine eigene Grundierung auch benutzt hast, weil ich ja so eine Zarte bin und mich ja nur mit Wasser grundiere. Mit Wasser? Ja. Aber mit Feenwasser, oder? Mit Feenurin. Ah ja, ist geil. Ja, halt richtig geil. Ich habe das Gefühl, wenn du das machst, dass meine Backen hier unten mitschwingen. Ja, das ist auch so. Du hast halt so ein, hier vorne so einen Wulst, wie bei so einem, eine Art von Höhlenmensch. Höhlenmensch, stimmt. Genau, du bist so ein Vorneandertaler. Da sieht der schon einfach top aus. Also jetzt Augen zu. Ich mache jetzt hier. Da war ich ja gestern sehr fleißig beim Stromsport. Nicht sprechen. Ich habe Muscle Cat. Weil wirklich sehr viel Augenbrauen hast du, sehr dick. Das ist ein laufendes Gärfass. Ja, ich bin eine Brauerei. Ja. So. Ja. Meine Liebe. Sieht sehr gesund aus. Du bist ja sehr gesund. Wirklich gesund heute. Zwischenfixerin. Ich hatte ihn ja auch nicht fixiert. Man macht das jetzt mal schnell. So, Achtung. Ich muss mal gucken, weil die Signature Look bei Jurassic sind ja Augenbrauen, die direkt ins Nasenloch übergehen. Ein bisschen wie das McDonalds-Zeichen, ja, genau. Ne? Tatsächlich. Kannst du dir Mühe geben? Ja, ich versuch's doch. Jetzt machst du auch so komische Knupselgeräusche. Ich hab runtergeschluckt. Scheiße, das an mein Auge zu schminken. Mit links machen, mit links kann man doch nicht schminken. Setz halt erst drei Punkte und verbind's auch einfach. Gott, nicht regen. Sorry! Ich durfte auch nichts bewegen. Ich musste aber rülpsen. Ja, aber jetzt Sendepause. Oh ja, okay. Und die eine ist sehr viel höher. Das mache ich bei mir auch immer aus Versehen. Das sind schon eine krasse entfernte Schwestern, aber. Adoptiert? Das ist aber da irgendwo noch die Perücke, die muss, weißt du auch, ne? Ja, das weiß ich schon. Just saying. Girl. Die kommt halt hier so. Eine höhere Stimme. Ich meine hier eigentlich eher so seitlich. Ach so, ja, die geht halt in den Haarsatz da rein. Genau. Da muss ich auch Lipgloss benutzen. Mhm. Du darfst keinen. Ha. Und ich darf dir auch immer auf der Bühne sagen, wann du wieder Lipgloss benutzen musst. Flötz, Flötz ist ein frisches Diebels. Weißt du? Don't judge me. I'm not judging. Du bist gerade judgy. Mhm. Ich bin irgendwie süß. Meine. Machst du da jetzt am Handy rein aus? Thoracic Kissman, wenn ihr dann. Mach einfach weiter. Wenn ihr dann da seid, dann. Finde ich ganz schlimm gerade, dass du hier nur sitzt und warten musst, oder? Ja. Ertrag's bitte einmal. Fortwährend, ohne Unterlass. Wie? Ach so. Wirklich immer völlig. Ich kann's nur verschieden hoch, aber gut. Dann ist es halt so. Mach mal, Nicht lachen! Entschuldigung. Einfach mal das Maul jetzt halten. Mm. Also Weinhaus. Hey. Dann kriegt er die Sichte tief. Die Sichte? Katzenaugen. Ja. Dass du ein bisschen rassig wirkst. Vorsaft? Nein, dein Gesicht. Ach so. Das ist sehr erotisch. Volumen? Das sind Volumen, ja. So. Oh Gott, ist das geil. Ja. Augen zu. Ist doch. Es muss ja auch richtig schön dunkel werden, dass halt nur so dunkle Löcher dann da sind. Bei der Jurassica. Meine kleine Säuglingsgräber. Zeit. Wenn du nicht willst, dass ich lache, dann halt einfach die Fresse selber. Eule. Gesagt, dass du aussehen wirst wie ein Monster. Popel rausmachen. Die Merit Becker, wenn ankommt und zieht, geht's aber da. Na, du musst, ja, hast du das vorher nicht gesagt, dass wir die Rollen getauscht haben? Nee. Das musst du ihr sagen, weil sonst denkt die, wir sind bekloppt. Sind wir ja auch. Toll, das war einfach top. Das Hollywood gerade. Das Babelsberg maximal. Das Hollywood. Na, Augen entspannt lassen, du ziehst gerade alles nach oben. Ne, das hast du gerade das Käppi über die Augenbrauen gezogen. Gut, ne, gewöhnt jetzt die Augenbrauen am Einsatz ab. Mal gucken, wie jetzt die andere Seite hinbekommen. Das ist halt echt schwierig, wenn man
Man müsste halt Links- und Rechtshänder dann wechseln können. Ich mach jetzt von oben, warte mal. Guck nach hinten. Ein bisschen so. Ja, das geht gut, ne? Und geht das noch dichter gerade? So, da bleibst du bitte. Ich fühle mich auch wie bei die Büchse. Warte doch, da fehlt noch so viel. Was denn? Talent? Es ist wild. Vorhin war ich noch brillenmäßig aus wie einer von den Panzerknackern. Ja. Das ist mein Konzept für dich, weil das ist der Look, den ich mir für dich ausgedacht habe. Also wenn ich heute auf dem Weg zum Taxi auf der Straße auf die Fresse kriege, weiß ich auch nicht. Dann hörst du auf zu mosern. Das war deine Idee. Ich finde es toll, ich finde es sehr unterhaltsam. Du musst halt damit umgehen, dass ich Fressen erhalten kann. Ja, aber du wirkst halt sehr unzufrieden. Nein, ich finde es sehr lustig, okay. Wirklich sehr. Und wir haben es jetzt 18.40 Uhr. Wir sind relativ gut in der Zeit, weil die Show startet erst in gut anderthalb Stunden. Und wirklich gut in der Zeit. Die Merit Becker, die kommt in einer knappen Stunde. Ja doch. Um halb kommt die, ne? Ja, also sie peilt 19 Uhr an, weil sie nicht pünktlich ist. Sie ist wahrscheinlich um kurz vor 8 Uhr. Gut. Das siehst du. Das hat Biggie immer so, ohne Wimpern hast du keine Sicht. Weil wenn die Wimpern drauf sind, wird ein Look draus. Dann macht's auch Sinn. Ja. Ich würde jetzt gerne mal so 3-4 Minuten warten, bis es wirklich richtig trocken ist. Das hat viel weniger Gesicht als ich, ne? So unten rum, ne? Ja. Also ich wäre jetzt erstmal soweit fertig, außer Lippen halt noch, ne? Ja. Ja, nee, wir haben hier doch rot, warte mal. Ich hab ja vergessen, da ist noch ein Finish rein. Komm her. Ja, guck mal, jetzt wird die Lok drauf. Ach, der Salz jetzt raus, meinst du? So, ja. 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 Das, ja. Die Lok ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Also sieht alles andere aus als blass, meine Liebe. Gucken. Sieht aus wie, ich habe meine Top-Arbeit. Aber es sagt doch mal wirklich. Ja, ist gut. Also ich habe mit viel schlimmer gerechnet. Ich finde es eigentlich ganz süß. Siehste. Meine Augentränen. Ja, setz die Haare erstmal wieder ab. Du hast halt so eine irrsinnig zarte Nase, die ist ganz schmal. Und also, die macht halt so einen Bogen, dass der Dutch über, also mit der Achse drüber geht. Ja, weil ich mach da halt die Striche immer wirklich gerade. Also ich bin viel, viel mehr und weißt du. Ja. Aber schau mal, sie hat ein bisschen taller. Aber schau mal, sie hat baller. Aber schau mal, girl, that look good, I would call her. Oh! Ich könnte auch ins Bett. Und was sagst du zu deiner Kreatur, die du geschaffen hast? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, ach so, ich habe jetzt auch Bart, okay. Nee, ich habe dein Gesicht ein bisschen kürzer gemacht, damit es jetzt so oval ist. Ja. Die sind unten ein bisschen zu eckig. Guck mal her, schau nach oben. Und versuchst es mal so ein bisschen auszu bläden und fänden und blushing. Mit der Finger? Mit der Finger. Mit der Finger? Mit dem Finger kannst du. Du klingst wie eins von den dummen Mädchen, das immer so immer besteht. Ich will einen Pancakes. Ach, ja, gern. Ja. Obwohl, mach's doch mal so. Warte. Nehmen wir mal doch selber gespannt. Ja. Jetzt. Sieht so albern aus, Mathe. Ich schaffe das. Wie schaffst du das? So, jetzt. Aber mir haben die Augen zu. Warte. Warte, bitte. Oh, Scheiße, das wird ganz schlimm. Warte, Sarah, ne? Das ist ganz schlimm, wenn. Da muss ich. Ach, du machst das ja auch selber ein. Zeig mal die eine Seite. Hallo! Warum guckst du so? Mann! Jetzt mach! Mann! Nee, jetzt komm! Da du ja sehr viel Lipgloss heute benutzen wirst, weil du ich bist. Möchtest du nicht so ein bisschen Teig am Mund haben? Nee, da kommt der Teig und jetzt werde ich mir nochmal die Kontur nochmal nachmalen. Und dann kommt Haarspray drüber. Und dann hält er mich den Lipgloss auch aus.
dein Gesicht ist für mich soweit fertig. Außer Flotz, Flotz. Außer Flotz, Flotz. Mein Gesicht ist auch fertig. Nee, der Bart kommt noch. Der Bart kommt noch. Ich würde jetzt vorschlagen, Ron, du lädst erstmal die Kamera jetzt ein bisschen auf und wir beide ziehen uns schon mal um. Und dann treffen wir uns hier wieder für Haro. Von Club zu Club unterschiedlich. Und Bart. Gut, ja. Dann bis gleich. Hm? Ey, das ist ein Ding hier. Svenny, gibt es vielleicht irgendwann mal, wo du mich nicht verkackst, wo du nicht meckerst über irgendwas? Okay. Früher gab es tatsächlich. Ich würde sagen, du legst einfach deinen Kopf nach hinten, ich sprühe dich mit Haarlack ein, mach den Streubart drauf, dann sprühe ich nochmal drüber und dann sieht es halt wahnsinnig schön aus. Okay. Du siehst aus wie mein Rasierer nach dem Duschen. Warte, atme mal. Einatmen. Achtung. Achtung. So. Hammer. Das war's schon. So, macht ihr da bitte Haarspray? Wir haben auch Häufchen drüber gemacht. So bleibt es jetzt, ja? Ja, lass es bitte so, das ist Kunst. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist wirklich ein Look. Das ist ein Look. Ganz fürchterlich. Das ist ein Wow-Moment gerade, oder? Das wird auch alles runter. Jetzt kommt der richtige Wow-Moment. Oh, jetzt hab ich den Nügel ab. Du siehst so schlimm aus. Ihr süßen Puppies, ich bin's wieder, eure Jurassic Parker, live aus Berlin. Hi, und ich bin's, die scheißhafte Vortochter Weinhaus. Meine Lieben, frohe Kunde ist herangetragen worden, dass wir heute Abend, liebe Herren, Damen und Inklusivgeschlechter, ein stilvolles Abendmagazin im Sinne der Republik präsentieren werden. Ja. So gespreizt redest du doch immer. Und jetzt geht es gleich los mit... Du musst was sagen jetzt auch, du weißt gar nicht. Süß und deftig eigentlich, aber ihr seht es, nachdem die Show bereits gelaufen ist. Aber damit machen wir jetzt einen kleinen Hinweislink. Falls ihr euch, warum wir das gemacht haben, noch geben wollt, guckt da einfach mal in die zugehörige Ausgabe von Süß und deftig. Ja. Und ich möchte jetzt... Nein. Ja. Und ich finde weiter... Ich finde, du siehst schön aus. Ja, du nicht. Jetzt sehe ich auch mal, wie schlimm diese Haare eigentlich aussehen. Ich muss erstmal Shampoo benutzen. Ja, gut, dann ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und bis ganz bald. Folgt uns auf TikTok und auf Instagram und auf YouTube. Grindr und StudiVZ. Wachsabruf und auf MySpace. Bis dann. Tschüss. Bye.